Es ist so ein bisschen Endspiel darum, wer noch so halb mit dem Aufstieg träumen kann. Unterhaching zu Gast beim SV Sandhausen, Tabellennachbarn. Und das, obwohl das Duell ja eigentlich Absteiger gegen Aufsteiger ist. Rein ins Spiel, Sandhausen in den schwarzen Trikots. Livian Burcu steckt die durch für Weig und es wird gleich zum ersten Mal gefährlich. Ottos Schuss abgeblockt, dann ist es ein bisschen chaotisch und Burcu gegen Schwabel. Die zweite Spielminute, es geht direkt feurig los im Stadion am Hartwald. Wichtig, dass der Kapitän da noch dazwischen kommt. Und weiter Sandhausen in der Offensive. Burcu sehr auffällig in dieser ersten Hälfte. Jetzt die Flankengelegenheit für Zander. Kommt dann nicht mehr ganz hin, aber bei dieser Szene bleibt Sebastian Meyer liegen. Der Zehner der Spielvereinigung Unterhaching, der zuletzt in so guter Form war, Siegtorschütze gegen Duisburg, bleibt da ganz, ganz merkwürdig im Rasen hängen, muss ausgewechselt werden an dieser Stelle. Gute Besserung nach Unterhaching. Für ihn kommt Simon Skalatidis in die Partie. Weiter Sandhausen mit offensiven Versuchen, aber die Hachinger schaffen es in dieser Phase jetzt immer besser ins eigene Umschaltspiel zu kommen. Das ist Fetsch nach vorne für Patrick Hopsch. Klasse Übersicht, Keller verzögert einmal und die Parade von Nikolai Rehnen. Die 21. Spielminute, klasse Angriff, typisch Haching, dieses schnelle Umschalten. Auch Keller zuletzt gut aufgelegt, aber Rehnen hält den klasse. Immer noch die erste Halbzeit. Burcu mit dem Pass nach vorne für Weig. Der rutscht kurz weg. Da keine Bedenken. Aber jetzt Burcu nochmal zur Grundlinie aus dem Stand. Wieder Otto, der den Feind verwertet. Und die zweite Chance für Ehlich. Der ehemalige Hachinger, dort in der Jugendakademie groß geworden, scheitert hier aus nächster Nähe an René Vollatz. Dieser Vollatz dann auch mit dem Ball nach vorne. Es ist eine ausgeglichene erste Partie mit Großchancen auf beiden Seiten. Maurice Krattenmacher findet Keller. Klasse Zusammenspiel. Aber der Schuss nicht präzise genug. Rehnen ohne Probleme, den über die Querlatte zu buxieren. Aber das merkt man in diesen Minuten schon, dass dieses Umschaltspiel der Spielvereinigung ein Ticken zu schnell ist. Oft für den SV Sandhausen. Jetzt mal per Standard. Simon Skalatidis vorne rein und der kommt richtig gut für Hopsch. Und dann das Riesendusel. Jonas Weig an den eigenen Pfosten. Halleluja, der wird das Gestänge heute Nacht umarmen vor Freude. Das war Riesenglück für den SVS. Kurz vor der Pause auch Jens Keller, der Trainer, kann glücklich sein, dass diese Szene aus Sicht der Gastgeber so glimpflich ausgegangen ist. Wir gehen rein nach der Pause. Livian Burcu setzt sich hier klasse durch, stoppt dann kurz ab im 16er. Ball kommt nicht richtig durch, aber Schifferl legt den unabsichtlich vor für Christoph Ehlich. Schon in der ersten Hälfte eine Riesenchance für den ehemaligen Hachinger. Und jetzt in der 51. Minute der Führungstreffer. Man hat es bei seinem Jubel gesehen, eher zurückhaltend. Er hat natürlich noch viele positive Erinnerungen an seine Zeit bei der Spielvereinigung. Aber dennoch schiebt er den hier rein. Die Führung zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt unverdient, aber ein bisschen überraschend. Eigentlich sollte das hier anhand der Chancen ein 2:2, 3:3 sein. Die Hachinger legen direkt nach in die andere Richtung. Moses Krattmacher mit ganz viel Tempo gegen zwei findet Patrick Hopsch. Der verstolpert erst ein bisschen und dann auf den langen Pfosten. Viel fehlt da nicht. Die 56. Minute. Haching braucht nicht lang, um selber wieder gefährlich aufzutauchen. Auch wenn sie in dieser Phase so ein bisschen in den Schlafwandel verfallen. Beide Teams hat man das Gefühl, zum ersten Mal flacht die Partie jetzt ein bisschen ab. Wieder Sandhausen, Zander über die rechte Seite mit der Flanke und dann ist es Vollatz. Die Parade gegen den Kopfball von Burcu. Das ist die 59. Minute. Wir springen in Richtung Ende des Spiels. Weigner hier nochmal mit einem klasse Anspiel für Fetsch. Der nimmt Krattenmacher mit Ball in die Mitte. Da sind zwei Hachinger, aber der Ball ist nicht im Tor. Weil Alexander Fuchs, der Mann, der seinen Vertrag verlängert hat diese Woche, alles, aber auch wirklich alles reinschmeißt, um das Tor zu verhindern. Und so gewinnt der SV Sandhausen einen Nervenkrimi gegen die Spielvereinigung Unterhaching mit 1:0.
Ja, fühlt sich gut an, nur ist halt ärgerlich. Ich glaube, wir waren gut im Spiel bis zu dem Tor und dann spielen wir nicht mehr Fußball und lassen uns da hinten reindrängen. Dass sie natürlich enorm Größe drin haben und Kopfballwucht, das war uns dann schon klar, aber wir müssen trotzdem ruhiger spielen. Wenn man schaut, wie wir hier heute aufgetreten sind, muss ich der Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Ich weiß gar nicht, wie viele Chancen wir vergeben haben, da werdet ihr besser wissen in der Statistik. Pfosten dabei gewesen, Ball rausgesprungen, Ball knapp neben das Tor und dann ja, so ein Eiertor, das wir dann gegen uns kriegen, das so ein bisschen spiegelt die 90 Minuten wieder. Bitterer Ausgang des Spiels aus Sicht der Spielvereinigung Unterhaching, die hier mit Sicherheit einen Punkt verdient gehabt hätten. Aber so erlaubt dieses Ergebnis jetzt dem SV Sandhausen vom Aufstieg doch noch zu träumen. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.